Zeit für den Nachbericht aus Berlin und damit Zeit für eure Fragen an Hamburgs ersten Bürgermeister, an Peter Tschentscher. Guten Abend, Herr Tschentscher. Guten Abend. Ausdrücklich vielen Dank dafür, dass Sie sich bereit erklären, hier zu sitzen und auch zu dem Thema Koalitionsverhandlung zu sprechen. Das ist im Moment ja nicht bei jedem so hier in Berlin. Sie sitzen für die SPD bei den Koalitionsverhandlungen für das Thema Wirtschaft mit dabei. Wenn man mit den Grünen spricht in Hamburg, da regieren sie ja, sagen die unter der Hand, gut, dass Olaf Scholz weg ist und sie da ist, denn sie seien beim Thema Klimaschutz deutlich zugänglicher. Stimmt das? Oder wird Olaf Scholz doch noch ein Klimakanzler? Das war ja eines der Fragen, die wir jetzt in der Sendung gerade behandelt haben. Nein, ich denke schon, dass Scholz das Thema Klimaschutz jetzt auch wirklich sehr ernst nimmt. Wir haben das ja in den Sondierungsverhandlungen schon gesehen, dass es da jetzt ein Eckpunktepapier gibt, in dem sich die neue Regierung ja auch bekennt zu einem wirksamen Klimaschutz. Und das Wichtige ist ja, dass wir wissen, dass Olaf Scholz, wenn er ein Ziel hat, das nicht nur so daher sagt, sondern dass dahinter ein Plan ist, mit dem man dieses Ziel auch erreichen kann. Und darauf können sich dann alle verlassen, dass diese neue Regierung dann die Ziele im Klimaschutz auch sehr ernst nimmt. Aber sein Hauptziel ist ja jetzt erstmal Kanzler zu werden. Nein, das Hauptziel ist, dass wir eine Regierung, das hört sich jetzt pathetisch an, aber eine Regierung der Zukunft und Erneuerung bilden. Denn es kommt uns schon darauf an, dass vieles, was in den letzten Jahren versäumt wurde, nun nachgeholt wird. Das brauchen wir in Deutschland. Wir brauchen diese Transformation, die mit dem Klimaschutz verbunden ist. Wir brauchen die Digitalisierung, viele Themen, bei denen der Wandel nun schon begonnen hat und wir wirklich aufpassen müssen, den Anschluss zu behalten. Und das ist das große Ziel der neuen Regierung und auch persönlich von Olaf Scholz, wirklich diese Zukunftsorientierung der Bundespolitik hinzubekommen. Ein Teil davon haben Sie ja richtig jetzt in der Hand mit. In den nächsten Wochen, einem Monat soll der Koalitionsvertrag stehen. Dazu die erste Frage, kommt von Dieter per E-Mail. Herr Tschentscher, Sie sind in der Wirtschaftsverhandlungsgruppe, haben wir gehört. Was muss denn dort beschlossen werden, damit Sie zufrieden rausgehen? Es ist so, dass wir jetzt aus diesen Gesprächen, die ja noch nicht mal begonnen haben, wir sind ja jetzt in der Phase zwischen der Sondierung und dem Beginn der Gespräche. Sagen Sie dort, jetzt, da wollen Sie nicht vorgreifen, genau, Sie haben natürlich ein Ziel. Sonst würden Sie da nicht reingehen. Das Ziel ist bei allen drei Parteien ja so, dass wir wissen, dass wir eine starke Wirtschaft brauchen für das, was uns bevorsteht. Es ist ja nicht so, dass das etwas Fremdes ist. Wir machen Klimaschutz und dann gibt es da noch die Wirtschaft. Sondern wir leben davon. Wir brauchen Arbeitsplätze, wir brauchen Wertschöpfung, wir brauchen den Wohlstand. Und wir brauchen vor allem auch Unternehmen, die in der Lage sind, in den Klimaschutz zu investieren, die also das, was wir die Transformation nennen, die Umstellung der Geschäftsmodelle auf Dekarbonisierung, das alles muss ja leistbar sein. Und wir haben in Hamburg dafür ein Bündnis geschlossen mit der Industrie und haben gesagt, wir stärken jetzt die Rahmenbedingungen für die Industrie so, damit die Unternehmen dann auch investieren können in den Klimaschutz. Und das funktioniert sehr gut. Wir haben sehr große Erfolge in der Reduzierung der CO2-Emissionen in der Industrie. Und deswegen, glaube ich, ist das ein gemeinsames Ziel aller Bündnispartner jetzt dieser neuen Koalition, dass wir die Dinge gleichzeitig hinbekommen. Man kann nicht sagen, wir machen Klimaschutz und alles andere ist nicht so wichtig, sondern damit auch dieses Ziel gelingt, brauchen wir eben klare Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Aber wo wollen Sie mit der Wirtschaft hin? Wo muss die Wirtschaft hin? Ja, sie ist jetzt schon unterwegs. Die Wirtschaft wartet ja nur darauf, dass wir ihr sagen, wie viel grünen Strom es nun gibt die nächsten Jahre. Die Wirtschaft wartet darauf, dass wir digitalisieren, dass wir den Staat moderner machen. Das ist gar nicht so, dass die Wirtschaft hinterher ist, sondern wir müssen im Grunde eine große Erwartungshaltung, die es in Deutschland gibt, erfüllen, dieses Land zu erneuern und moderner zu machen. Und dazu gehören zum Beispiel auch die Themen des schnellen Internets, der Mobilfunk, der flächendeckend überall gewährleistet sein muss. Das alles sind, wenn man so will, Grundvoraussetzungen dafür, dass unser Land modern bleibt und dass wir wettbewerbsfähig auch bleiben mit anderen Wirtschaftsstandorten auf der Welt. Aber ich sage noch einmal, diese wirtschaftliche Kraft, die hilft uns auch, die sozialen Themen zu bewältigen, die damit verbunden sind. Die hilft uns eben auch, den Klimaschutz hinzubekommen. Und deswegen kann man die Dinge nicht getrennt voneinander sehen, sondern wir müssen uns wirklich fragen, nach dieser langen, beschwerenden Zeit der Corona-Krise, wie kommen wir jetzt wirtschaftlich nach vorne, damit all diese Transformationsprozesse auch gelingen?
Um damit abzuschließen, ist Klimaschutz für Scholz überhaupt die Hauptfrage? Ich habe seinen Wahlkampf eher unter dem Stichwort und Hauptpunkt Respekt wahrgenommen, wo er gesagt hat, wir müssen die Gesellschaft zusammenhalten. Wir müssen dafür sorgen, dass es gerechte und faire Löhne gibt. Damit auch, dass die Wirtschaft läuft, die nämlich Arbeitsplätze schafft. Ist das nicht eigentlich der Hauptpunkt für die SPD? Das ist ein Kernanliegen von Olaf Scholz und alles gilt, was er in seinen Wahlkampfreden gesagt hat. Er hat aber in jeder Rede, jedenfalls soweit ich das wahrgenommen habe, hat er immer auch gesagt, es ist ein ganz wichtiges Ziel, dass wir den vom Menschen verursachten Klimawandel stoppen. Und weil das so eine große Aufgabe ist, können wir auch nicht spielerisch damit umgehen, mal irgendwelche Ziele in die Welt zu setzen, sondern wir müssen hinter jeder Ansage, die wir machen, einen Plan haben, diese Ansage auch zu erreichen. Und da ist eben die große Stärke von Olaf Scholz, dass er eben dieses erfolgreiche Politikmanagement wirklich beherrscht. Also wenn wir mit ihm jetzt eine Koalition haben, in der Ziele im Klimaschutz vereinbart sind, dann wird er auch dafür sorgen, dass die mit dem entsprechenden Nachdruck verfolgt und erreicht werden. Darauf können sich dann wirklich auch diejenigen verlassen, die ja immer skeptisch sind, dass das alles schnell genug geht. Ja, noch sind wir ja noch nicht so weit. Muss jetzt erstmal klappen mit den Koalitionsverhandlungen. Ja, da bin ich aber sehr zuversichtlich, so wie die Dinge vorbereitet sind und in dem Geist, in dem das jetzt angegangen wird, dass das auch gelingt. Machen wir mal weiter. Wir hatten das Stichwort Respekt. Ganz, ganz wichtig. Dazu die nächste Frage von Bernd Schulz, hat uns über Twitter geschrieben. Danke, Herr Schulz. Wie sieht es mit einem Mietenstopp bzw. mit einer zeitlich begrenzten Deckelung aus? Und was geschieht mit den Immobilienheuschrecken? Wenn ich Scholz richtig verstanden habe, ist sein Konzept ja eher ein anderes, nämlich bauen, 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 400.000 Wohnungen jedes Jahr, um eben, es hat in Hamburg ja schon ganz gut geklappt, eben diesen Mietwahnsinn ein bisschen zu stoppen. Genau, das steht auch in Sondierungspapier so drin, dass wir jetzt 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen sollen in Deutschland, 100.000 davon gefördert, also mit besonders günstigen Mieten, weil das muss man ja einmal verstehen, diese Mietwuchersituation, die viele ja erleben, das soll hier in Berlin ganz schlimm sein, wir haben auch in Hamburg ja, einzelne Fälle. Das liegt doch daran, dass wir einen Mangel, dass wir keinen vernünftigen Wohnungsmarkt haben, wo die Nachfrage und das Angebot einigermaßen im Gleichgewicht sind. Sondern es liegt einfach daran, dass wir viel zu wenig Wohnraum haben. Und dann drängt einer sozusagen gegen den anderen und Vermieter versuchen dann manchmal absurd hohe Mieten zu nehmen. Und dagegen hilft die Mietpreisbremse, die verschiedenen Instrumente, die es schon gibt. Aber die eigentliche Ursache für dieses Problem ist eben der Wohnungsmangel und deswegen dieses wichtige Element im Sondierungsergebnis auch. Hamburg heißt es ja immer, sind ehrliche Kaufleute. In Berlin, das haben Sie gerade selber angesprochen, hat man ja vor einiger Zeit Sozialwohnungen verkauft, 450 Millionen damals bekommen, um den Haushalt so ein bisschen zu sanieren. Dann hat man gemerkt, die Mieten explodieren und hat jetzt für teuer Geld vor der Berliner Landtagswahl von Wohnungskonzernen für mehrere Milliarden einen Teil dieser Wohnungen zurückgekauft. Ist das das Modell, was ein ehrlicher Hamburger Kaufmann richtig findet? Jetzt wollen wir die Dimensionen nicht. Die Tradition des ehrbaren Kaufmanns, der ehrbaren Kauffrau in Hamburg bezieht sich eher auf das Verhalten der Unternehmen selber. Aber nicht ausweichen jetzt. Ist das der richtige Wort? Ja, was ich schon sagen will, ist, dass es falsch ist, öffentliche Wohnungsbestand zu veräußern. Das ist aber in einigen Zeiten vor allem von der CDU propagiert worden. Wir haben in Hamburg das immer verhindert. Wir haben 130.000 öffentliche Wohnungen. Die SPD war beteiligt in Berlin am Verkauf. Und wer auch immer das in anderen Städten macht, das ist auch in Bayern passiert, da stellt man dann nach kurzer Zeit fest, dass damit natürlich ein Marktimpuls gesetzt wird, der dann eher Rendite getrieben ist. Und das ist das, was wir jetzt nicht gebrauchen können. Wir brauchen öffentlichen Wohnraum. Wir haben übrigens viele Wohnungsunternehmen, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen, die nicht die Maximierung der Rendite im Auge haben, sondern die ein vernünftiges Management des Wohnungsbestands und eine gute Bindung an ihre Mieterschaft wünschen. Und so gibt es auch viele Genossenschaften, die in Hamburg und sicher auch in Berlin, in anderen Ländern, in anderen Städten Deutschlands Wohnungen bauen. Und das alles muss zusammen in ein Bündnis geführt werden. Auch das schwebt Herrn Scholz vor, ein Bündnis für den Wohnungsbau zu schließen, weil es sehr komplex ist. Wir müssen ja den Wohnungsbau erst einmal auch genehmigen. Das heißt, es müssen Bebauungspläne gemacht werden. Dann braucht es die sogenannten Investoren, die diese Wohnungen bauen.
Und wir brauchen die Förderinstrumente, damit eben auch die Angebote, dass wir Wohnraum, Sozialwohnungen fördern, angenommen werden. Das kommt gut zusammen, wenn man es so organisiert, wie wir das in Hamburg gemacht haben. Und ich glaube, das gelingt auch auf Bundesebene. Herr Tschentscher, jetzt kommen immer wieder hier gerade im Nachbericht, interessiert die Userin im Netz, deswegen stellen wir auch Ihnen die Frage, Chicken Biscuit hat das über Twitter geschrieben, sollen Cannabis-Modellprojekte erlaubt werden und würde eines von denen dann in Hamburg stattfinden? Immerhin haben Sie ja da den Hafen. Ich möchte jetzt nicht so vorgreifen, wir haben jetzt wirklich die Koalitionsverhandlungen erst vor uns. Und jetzt so ein einzelnes Thema rauszugreifen und zu sagen, das wird so und so kommen, wäre jetzt auch nicht seriös. Wir müssen jetzt wirklich einmal allen drei Parteien die Möglichkeit geben, ein geschlossenes Konzept für die Erneuerung unseres Landes hinzubekommen. Und da können solche Elemente eine Rolle spielen. Ich bin momentan aber ziemlich sicher, dass wir jetzt sehr vertrauensvoll erstmal einige Wochen verhandeln. Und dann wird all dieses in der Konkretisierung auch zu berichten sein. Das ist nur jetzt nicht der Zeitpunkt. Formuliere ich die Frage nochmal um. Ist okay, aber auch damit die Userinnen und User Sie als Politiker nochmal kennenlernen, wären Sie denn dafür? Hier heißt es in der Frage, zweite Frage, nämlich Hamburg hat ja durch den Hafen mit illegalen Drogen jede Menge zu tun. Da könnte eine Legalisierung ja auch helfen. Ich bin Mediziner, wie ja viele mittlerweile wissen, und ich bin sehr skeptisch. Cannabis ist eine Droge, die durchaus problematische Folgen haben kann. Wir haben sehr viele tragische Situationen, auch in Hamburg, bei dem ein Cannabisgebrauch zu psychiatrischen Auffälligkeiten, zu richtigen Straftaten geführt hat. Also man darf diese Dinge alle nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und wir haben auf der anderen Seite gute Erfahrungen gemacht, dort, wo Drogenabhängigkeit entsteht, wo also Suchtfolgen entstehen, die sehr belastend sind für den Einzelnen und für die Gesellschaft, dass wir dort durchaus auf Hilfe setzen, aber eben auch regulieren. Und in dieser Balance müssen wir dieses Thema Cannabis beurteilen. Ich bin sehr zurückhaltend bei Freigaben, weil die jungen Leute, die in diese Welt hineingehen, oft nicht den Erfahrungshintergrund haben, damit von vornherein gut umzugehen. Wir wissen auch, wie problematisch Alkoholkonsum ist, zu dem man ja schon in frühen Jahren verleitet werden kann. Und deswegen müssen wir jetzt darauf setzen, dass wir neben dem Rauchen, dem Alkohol und vielen anderen Drogen uns jetzt nicht noch ein zusätzliches Problem verschärfen. Ja, es gibt ja aber, und deswegen sind solche Fragen wichtig, und Sie können den Koalitionsverhandlungen nicht vorgreifen, machen Sie jetzt auch nicht, aber Sie nehmen dran teil. Sie sind in der Wirtschaftsgruppe. Viele sagen, dass Cannabis, das könnte ein großer Wirtschaftsbereich sein. Jetzt wissen wir schon mal, in der Wirtschaft wird es von der... Nein, also sehen Sie mal die Wirtschaftspolitik. Jetzt wissen wir schon mal, in der Wirtschaftsgruppe wird diese Haltung jedenfalls von SPD-Seite, und das ist ja ein entscheidender Block, jetzt nicht besonders mit. Nein, jetzt müssen Sie jetzt nicht versuchen, nun doch etwas aus diesen Arbeitsgruppen herauszupolen. Es ist bekanntermaßen jetzt kein wirtschaftspolitisches Dilemma, in dem wir uns befinden, sondern hier geht es um Gesundheit, hier geht es auch um illegale Strukturen im Hintergrund. Aber es ist jetzt nicht so, dass das ein Kernpunkt der Wirtschaftspolitik irgendeiner Partei ist. Das wird im Zusammenhang mit Gesundheitspolitik erörtert. Aber es gibt viele, viele Themen, die sehr wichtig sind, damit wir wirtschaftlich jetzt in die Bahn kommen, dass wir stark sind für all das, was wir brauchen. Denn nichts fällt vom Himmel. Alles Steuergeld, das wir ausgeben können, muss vorher erwirtschaftet werden. Und deswegen haben wir ein großes Interesse als zukünftige Regierungskoalition, alles dafür zu tun, dass unsere Wirtschaft stark ist, dass wir gute Jobs bekommen. Übrigens mit guter Bezahlung. Auch das gehört zum Respekt, zum Thema von Olaf Scholz dazu, wenn ich das noch einbringen darf. Das vereinbart ist, dass wir einen 12-Euro-Mindestlohn einführen, und zwar sehr bald. Und das ist, glaube ich, ein großer Schritt für die Wirtschaft, für faire Bezahlung von guter Arbeit. Und das wird uns viel helfen, weil damit natürlich auch Rentenzahlungen stärker leistbar sind, Sozialkassen entlastet werden, weil man eben dann irgendwann auch von der Rente leben kann. Und insofern ist das ein ganz wichtiger Baustein jetzt der Sondierungsergebnisse. Kommen wir mal zum Thema, das Sie als Ministerpräsident direkt selbst mit in der Hand haben. Dat Kurz hat uns geschrieben über Twitter, mal wieder, ganz treuer User. Wie läuft es mit der 2G-Regel in Hamburg? Wir sehen ja alle, auch bundesweit mit Sorge,
dass die Infektionszahlen stark ansteigen. Und wir haben jetzt eine Ministerpräsidentenkonferenz gehabt, wo das erstmal nicht bundesweit beschlossen wird. Ja, das läuft sehr gut. Wir haben ja die Option, man kann ja auch als Veranstalter die 3G-Option nutzen, aber vieles war eben unter 3G-Bedingungen gar nicht möglich. Jetzt gibt es wieder Clubveranstaltungen, es gibt ein sehr viel normaleres Leben wieder. Wir können auch sehr große Veranstaltungen machen unter diesen 2G-Bedingungen. Die beziehen sich ja auf diejenigen, die über 18 sind, die Kinder und Jugendlichen sind ausgenommen und immerhin 85% der Erwachsenen sind in Hamburg mittlerweile geimpft, weil sie natürlich verstehen, dass es sie selber schützt, aber dass es auch ein Dienst an der Allgemeinheit ist, sich zu schützen und damit andere. Und zusammen mit diesem Anreiz, dass man dann auch wirklich nicht mehr so begrenzt ist in den Freizeitmöglichkeiten, führt es jetzt dazu, dass wir eine sehr gute Impfquote schon haben und dass wir in vielen Bereichen, gerade in der Kunst, in der Musikszene, dass wir dort wieder sehr viel normalere Bedingungen haben. Obwohl es natürlich dann immer diese Einschränkungen gibt, dass diejenigen, die daran teilnehmen, geimpft oder genesen sein müssen. Glauben Sie denn bei den Zahlen, wie sie sich jetzt entwickeln, dass wir daran vorbeigehen, das verpflichtend einzuführen, bundesweit? Nein, ich hatte ja gleich gesagt, dass diese 2G-Option kommen wird. Sie ist jetzt, ich glaube, in fast allen Bundesländern auch gekommen. Das liegt auch nahe, weil dieser Zusammenhang ja einfach besteht, dass dort, wo Menschen nur getestet sind, die Wahrscheinlichkeit der Infektion und auch die Betroffenheit davon, schwere Erkrankungen, einfach viel höher ist. Mhm. Und insofern ist das jetzt der Gang der Dinge. Ich hoffe, dass wir vor allem in den nächsten Wochen noch eine höhere Impfquote bekommen. Denn das ist im Grunde der wirkliche Schutzfaktor in dieser Pandemie. Ich bin sehr froh, dass wir mittlerweile sehr hoch sind in unseren Impfquoten in Hamburg. Wir sind, ich glaube, auf Platz 3 im Länderranking. Und wenn uns etwas schützt, dann ist das wirklich dieser Impfstatus, den wir in der Bevölkerung haben. Wir gehen noch mal ein bisschen durch die Themen, weil es kommen viele Fragen. Isabel hat über Instagram geschrieben, ist eine Wahrnehmung, gebe ich so weiter. Wieso mögen Sie eigentlich keine jungen Menschen? Alles wird verboten. Warum werden Corona-Verbote wie das Draußen-Trinken-Verbot nicht aufgehoben? Das ist, ich weiß nicht, von der jungen Frau jetzt, glaube ich, eine nicht richtige Wahrnehmung. Wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht, wie wir gerade auch in unserer Verordnung dafür sorgen, dass die jungen Menschen, und zwar nicht nur die Kinder, da wird viel dran gedacht, wie es in den Schulen geht, da wird auch viel darüber gesprochen. Ich glaube, es klingt eher auf die Jugendlichen. Sondern es geht so um diese Generation 18 bis 30. Gerade für diese Jahrgänge haben wir gesagt, es muss jetzt wieder möglich sein, auch Partys, Tanzveranstaltungen zu machen. Und da ja nun alle die Möglichkeit haben, auch die jungen Leute sich impfen zu lassen, ist es eine gute Lösung, diese 2G-Option, gerade für die jüngere Generation. Denn zu Anfang war es nicht möglich, da sollten nur die Alten geimpft werden. Da war es schwierig, jetzt zu hören, dass dann die Geimpften plötzlich Vorteile haben. Jetzt ist es anders und deswegen geht das gut Hand in Hand. Ich freue mich immer, wenn die jungen Menschen wieder die Freiheit genießen können. Aber wir müssen eben schon im Sinne der Allgemeinheit. Wir hören sie gerade draußen so ein bisschen. Ja, wir müssen aber trotzdem ja darauf achten, mussten wir auch im Sommer, dass der gesamte Pandemie-Bekämpfungserfolg darunter nicht leidet. Und das ist gut hingekommen. Wir haben wirklich jetzt bei diesem hohen Impfschutz und bei dem jetzigen, wie wir das nennen, Verordnungsstand, ist fast alles wieder möglich. Selbst der große Dom kann wieder stattfinden, unser Hamburger Volksfest. Und ich glaube, das wünschen die jungen Leute auch. The Louis hat über Instagram geschrieben, wie würden Sie einen G20-Gipfel sichern und was haben Sie aus den Erfahrungen des letzten in Hamburg gelernt? Na, so wie der G20-Gipfel abgelaufen ist, kann es natürlich nicht wieder passieren, sondern wir haben wirklich eine Erfahrung gemacht, dass gar nicht im Zusammenhang mit dem eigentlichen politischen Ereignis, sondern an ganz anderen Orten angereiste Krawallstraftäter die Stadt in Unruhe, in Brand setzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen haben wir im Nachgang zu diesem Gipfel Hunderte an Strafverfahren geführt. Viele sind auch verurteilt worden im Nachgang, was sonst nicht üblich war. Sonst war es immer so, das Ereignis war vorbei, alle waren wieder zu Hause und keiner hat sich mehr gekümmert. Wir haben wirklich deutlich gemacht, wir akzeptieren es nicht und haben mit den Mitteln des Strafrechts hier wirklich die Sanktionen auch ernst genommen.
Bei einem entsprechenden internationalen Ereignis in Hamburg, von dem ich hoffe, dass wir sie auch in Hamburg weiterhin durchführen können, müssen wir diesen Faktor mit einbeziehen, an den vorher keine der Sicherheitsbehörden daran gedacht hat. Das ist gar nicht im Zusammenhang mit dem eigentlichen Ereignis, sondern ganz woanders in der Stadt solche Ausschreitungen geben kann, die wirklich nur das Ziel hatten, ohne politische Botschaft, sondern einfach nur das Ziel hatten, Gewalt in die Stadt zu tragen. Das ist etwas, was eine neue Qualität hatte und was wir deshalb mit aller Konsequenz auch verfolgt haben. Nächste Woche ist ja der nächste G20-Gipfel in Rom. Werden wir hier vom Bericht aus Berlin und vom ARD-Hauptstadtstudio natürlich für Sie verfolgen und in der Tagesschau auch berichten. Ich selbst fahre nach Rom, um dort vor Ort ein Bild der Lage mir selber zu machen und von den Verhandlungen zu berichten. Peter Tschentscher ist währenddessen in den Koalitionsverhandlungen, hat jetzt einen Monat Zeit, wenn das klappen soll, mit den Koalitionsverhandlungen und der Wahl in der Nikolauswoche, um das gemeinsam mit allen auf die auf den Stapel zu bringen. Herr Tschentscher, ich danke Ihnen ausdrücklich nochmal fürs Kommen, dass Sie so viele Fragen beantwortet haben und würde mit einer Frage von Paul Wolf über Facebook gerne schließen, der aus persönlichem Interesse fragt, sind Sie mit dem ehemaligen Schiedsrichter Kurt Tschentscher verwandt? Das wurde ich schon sehr oft gefragt. Ich bin nicht ganz sicher, ich glaube nicht. Wenn, ist es eine sehr weite Verwandtschaft, aber es ist selten. Diese Frage wurde mir als junger Mensch sehr oft gestellt, weil es ein sehr bekannter Bundesliga-Schiedsrichter war, allerdings vor 40 Jahren. Dankeschön. Dankeschön euch auch für die Fragen hier. Nächste Woche Bericht aus Berlin, nach Bericht aus Berlin. Bis dann und mit Tina Hassel dann an der Stelle. Ciao.